Ein Paar glaubte, dass es nie wieder ein Kind haben würde. Doch als sie schließlich entdeckten, dass sie schwanger waren, brachte ein Ultraschall eine wirklich schockierende Wahrheit ans Licht, die ihr Leben für immer verändern sollte. Als Trevian und Joni Eltern eines kleinen Mädchens namens Emily wurden, waren sie überglücklich. Doch leider teilten die Ärzte dem Paar mit, dass Joni aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr schwanger werden kann. Wenn sie wieder schwanger werden würde, bestünde nicht nur das Risiko, dass das Kind die Schwangerschaft nicht zu Ende bringen würde, sondern auch, dass Joni selbst in großer Gefahr sein könnte. Glücklicherweise störte das glückliche Paar nicht, denn sie waren bereits mit ihrem Leben zufrieden. Trevian und Joni brauchten niemanden außer Emily. Sie kümmerten sich liebevoll um sie und versorgten sie mit allem, was sie sich wünschte und brauchte. 5 Jahre vergingen und die dreiköpfige Familie war glücklich. Doch mit der Zeit überlegten sie, ob sie noch ein weiteres Kind haben wollten. Es würde nicht nur ihre Familie vergrößern, sondern auch Emily einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester bringen, die sie bedingungslos lieben könnte. Doch das war kein einfaches Gespräch. Sie erinnerten sich noch lebhaft an die Worte ihres Arztes nach Emilys Geburt. Und sowohl Trevian als auch Joni hatten Vorbehalte gegen den Versuch, ein weiteres Kind zu zeugen. Sie wägten das für und wider ab, kamen aber nie zu einer Entscheidung. Aber es schien, als ob das Schicksal eingreifen wollte, und eines Tages erfuhr Joni, dass sie unerwartet wieder schwanger war. Sie und Trevian hatten sich nicht aktiv um ein Baby bemüht, aber Jonis Intuition sagte ihr, dass sie trotzdem schwanger war. Um ihre Zweifel auszuräumen, beschloss sie, einen Schwangerschaftstest zu Hause zu machen, der positiv ausfiel. Auf der Suche nach einer professionellen Bestätigung vereinbarte Joni einen Termin bei ihrem Arzt. Nachdem er selbst mehrere Tests durchgeführt hatte, bestätigte der Arzt ihren Verdacht. Sie erwartete tatsächlich ein weiteres Kind. Zu ihrer großen Bestürzung wiederholte er jedoch auch seine Bedenken und Befürchtungen, dass die Schwangerschaft für Joni tödlich sein könnte. Da sie sich ihrer Verantwortung als Eltern, die Emily bereits sehr liebten, bewusst waren, standen sie vor einer schweren Entscheidung. Ob sie die Schwangerschaft um ihrer Familie willen fortsetzen sollten oder nicht. Die Ärzte rieten unnachgiebig zu einem raschen Abbruch. Trevian und Joni sahen dies jedoch als eine Art Zeichen und beschlossen, dass das Schicksal die Entscheidung getroffen hatte. Es war klar, dass irgendjemand irgendwo wollte, dass sie ein weiteres Kind bekommen, und sie würden sich dem Universum ergeben und diese Entscheidung respektieren. Sie würden das Baby behalten und darauf vertrauen, dass alles gut gehen würde. Was das liebende und erwartungsvolle Paar jedoch nicht wusste, war, dass diese Schwangerschaft alles andere als normal verlaufen würde. Tatsächlich erwartete sie ein ziemlicher Schock. Die Schwangerschaft begann ganz normal und nichts schien ungewöhnlich zu sein. Doch das änderte sich bald und Joni begann sich aufzublähen. Ihr Bauch war geschwollen und viel dicker als bei ihrer ersten Schwangerschaft mit Emily. Außerdem fühlte sie sich sehr krank und lag tagelang mit starken Schmerzen und Unwohlsein im Bett. Je weiter die Schwangerschaft voranschritt, desto besorgter waren Jonis Ärzte über ihre plötzliche Gewichtszunahme und die ungewöhnliche Größe ihres Bauches. Es wurden verschiedene medizinische Tests durchgeführt, um die Ursache herauszufinden, aber alle Ergebnisse waren nicht aussagekräftig. Trotz der rätselhaften Symptome versuchte Joni eine positive Einstellung zu bewahren und ihren Alltag fortzusetzen. Doch ihre Beschwerden wurden im Laufe der Wochen immer schlimmer und beeinträchtigten sowohl ihr körperliches als auch ihr seelisches Wohlbefinden. Nach einer besonders unruhigen Nacht mit Schmerzen beschloss Trevian, Joni ins Krankenhaus zu bringen. Er war mit dem Verlauf der Dinge nicht zufrieden und machte sich immer mehr Sorgen um seine Frau und das Baby, das in ihr heranwuchs. Als Joni im Krankenhaus ankam, wurde sie sofort zu einem dringenden Ultraschall geschickt. Doch was die Ärzte entdeckten, versetzte das Paar in einen Schockzustand. Tatsächlich veränderte die Entdeckung alles für Trevian und Joni. Was die Ärzte bei Jonis Routineuntersuchung entdeckten, war, dass sie nicht nur ein Kind oder zwei, sondern 3 Kinder erwartete. Drillinge. Die Nachricht kam für alle Anwesenden völlig überraschend und machte sie sprachlos.
Die Ärzte müssen es beim ersten Mal übersehen haben und hatten angesichts von Joanies Gesundheitsproblemen all ihre Probleme und negativen Symptome auf die Schwangerschaft selbst geschoben und nicht auf die Anwesenheit von zwei weiteren Babys in ihrer Gebärmutter. Als die Ärzte diese schockierende Nachricht an Trevian und Joanie weitergaben, herrschte eine gewisse Unsicherheit. Niemand konnte vorhersagen, wie das Paar auf diese unerwartete Nachricht reagieren würde. Würde diese unvorhergesehene Wendung ihrer Schwangerschaft eine willkommene sein? Oder würde sie wirklich für viel Unruhe sorgen? Während sie die überraschende Nachricht verarbeiteten, spürten Trevian und Joanie eine Mischung aus Nervosität und Aufregung in sich aufsteigen. Sie konzentrierten sich zunächst darauf, eine sichere Schwangerschaft für Mutter und Kind zu gewährleisten und bereiteten sich plötzlich auf die Ankunft von nicht nur einem, sondern drei kostbaren Wondeproppen vor. Überwältigt von der Freude stellten sie sich ihr Zuhause voller Lachen, chaotischer und doch schöner Momente und einer noch stärkeren Bindung zwischen ihrer wachsenden Familie vor. Voller Aufregung erkannten sie diesen unerwarteten Segen als göttliche Botschaft, die ihren Weg zum Glück bestätigte. Sie empfanden ein überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem Universum, das ihnen die Möglichkeit gegeben hatte, eine größere Familie zu gründen, als sie es sich je hätten vorstellen können. Aber es gab eine große Hürde, die dem Ganzen im Weg stand: die Geburt. Unzählige Medizinerinnen und Mediziner waren ständig wachsam und führten regelmäßige Untersuchungen durch. Sie beobachteten das Wachstum und die Entwicklung der Mutter und der Drillinge genau und waren sich der Dringlichkeit bewusst, mit der sich die Situation verschlechtern kann, wenn nichts unternommen wird. Zum Glück verlief der Rest der Schwangerschaft wie erwartet. Joanie fühlte sich zwar immer noch krank und erschöpft, aber sie beklagte sich nicht mehr und begegnete den schlimmsten Tagen tapfer mit einem Lächeln, denn sie wusste, dass sie für all die Opfer bald mit drei wunderschönen Babys belohnt werden würde. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, kam der Tag, an dem Joanie die Wehen bekam. Obwohl die Babys erst in 4 Wochen erwartet wurden, wollten die Ärzte die Drillinge unbedingt herausholen und die Mutter und die Kinder stabilisieren. Die Geburt war alles andere als einfach und Joanie verlor während der Geburt viel Blut. Zum Glück waren viele Ärzte und Spezialisten vor Ort, um zu verhindern, dass die Dinge außer Kontrolle gerieten, und in nur 40 Minuten waren die drei Babys geboren und wurden auf die Neugeborenenstation gebracht, wo sich Spezialisten um sie kümmern würden. Das wahre Wunder ist jedoch, dass es allen drei Babys und Joanie absolut gut ging. Während des Geburtstraumas musste Joanie einige Tage im Krankenhaus bleiben und die Babys wurden mehrere Wochen lang in der Intensivstation aufbewahrt, um ihre vollständige und richtige Entwicklung sicherzustellen. Einen Monat später wurden sie alle entlassen und die glückliche Familie begann ein neues Kapitel ihres gemeinsamen, wunderbaren Lebens. Jetzt bist du an der Reihe. Was hältst du von dieser unglaublichen Geschichte? Wie hättest du reagiert, wenn du erfahren hättest, dass du Drillinge erwartest? Hättest du die Gesundheit der Mutter und der Babys riskiert, um sie zu bekommen? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Meinung sagst. Also hinterlasse uns deine Gedanken und Meinungen unten in den Kommentaren.